Mein Name ist Sven Strecker. Schongitwasser wird auch oft als Gießwasser verwendet. Um Nährstoffe aufnehmen zu können, benötigen die meisten Pflanzen ein Milieu mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5. Mit diesem Video möchte ich zeigen, wie sich der pH-Wert im Wasser verhält, wenn Schongitsteine reinkommen. Links sehen Sie ein Glas Wasser mit Schongitsteinen, die seit 30 Tagen im Wasser sind. Rechts ist das gleiche Wasser ohne Schongitsteine. Und da mache ich jetzt die pH-Messung. pH-Wert 7,1. Die gleiche Messung mache ich auch links im Schongitwasser. Und Sie sehen, das ist das gleiche Wert. Das Gerät ist natürlich nicht hundertprozentig genau. Allerdings können wir feststellen, dass der pH-Wert sich auch nach 30 Tagen nicht geändert hat. Schongitsteine haben somit keinen Einfluss auf die Härte des Wassers.